Hallo und herzlich willkommen zu It's Funk. Ich bin Isa und heute begrüße ich euch zu meinem Lesemonat für den Oktober 2017. Im Oktober war bei mir eine ganze Menge los. Zum einen war die Buchmesse und während dieser Tage bin ich fast gar nicht zum Lesen gekommen, außer auf der Zugfahrt. Und dann ist auch noch das Semester losgegangen und damit auch meine Masterarbeit. Und da fällt dann doch einiges an Lesezeit weg. Aber ich bin trotzdem ganz zufrieden. Ich habe trotzdem 8 Bücher geschafft mit insgesamt 2800 Seiten. Es sind also eher dünne Bücher, aber ja, was für Bücher das waren, verrate ich euch jetzt. Das erste Buch, das ich beendet habe, war Feuer und Flut von Victoria Scott. Das habe ich zusammen mit der lieben Melanie gelesen. Wir hatten dieses Buch alle beide auf dem Sub. Und hierin geht es um eine Jagd nach einem Heilmittel. Unsere Protagonistin ist Teller und Tellers Bruder ist sterbenskrank. Und sie bekommt eines Tages eine mysteriöse Einladung zum Brimstone Bleed. Das ist eine Art Wettrennen und der Sieger dieses Rennens bekommt eben ein Heilmittel für einen Angehörigen und ihre Eltern. Eltern wollen sie scheinbar davon abhalten, aber Teller zieht einfach los, weil sie eben ihren Bruder unbedingt retten möchte. Und ja, es geht auf eine sehr besondere Jagd. Wenn man zum ersten Mal von der Geschichte hört, könnte man vielleicht an Panem denken, aber dieses Buch hat einige sehr markante Unterschiede zu Panem und Co., denn hier geht es definitiv nicht darum, die Mitbewerber zu töten. Und außerdem geht man nicht alleine auf die Jagd. Und zwar bekommt jeder Teilnehmer einen sogenannten Pandora, also eine Art genverändertes Tier. Dieses Pandora ist allerdings noch nicht geschlüpft. Jeder Teilnehmer hat also einfach nur ein Ei im Gepäck, das jederzeit ausschlüpfen kann. Und ja, so macht sich dann Teller auf den Weg, lernt dabei auch einige interessante Charaktere kennen und natürlich werden Freundschaften geschlossen, genauso wie es gewisse Konkurrenten gibt. Und dieses Buch war echt spannend. Also ich war unheimlich geflasht davon, wie spannend ich es doch fand, denn eigentlich finde ich, hat man im Jugendbuchsektor manchmal eben schon die Voreinstellung, ja eigentlich, was soll da noch kommen? Man hat ja das meiste schon gesehen. Aber hier gab es doch einige neue und interessant umgesetzte Ideen, die ich echt super fand. Und auch der Schreibstil war richtig, richtig toll. Und alles in allem habe ich diesem Buch 4,5 Sterne gegeben. Denn gegen Ende gab es so ein paar ganz kleine Ungereimtheiten, die mich dazu gebracht haben, es nicht mehr als 5-Sterne-Buch wahrzunehmen. Aber es ist doch sehr, sehr nah dran. Und ich freue mich irre auf den zweiten Teil, den ich auch noch zusammen mit Melanie lesen möchte. Und was auch richtig gut ist, die Autorin schreibt aktuell an einem dritten Teil. Ich bin also gespannt und hoffe, dass es nach Teil 2 nicht zu Ende sein wird. Dann habe ich noch Rosen und Knochen von Christian Handel gelesen. Das ist der erste Band der Hexenwald-Chroniken und es geht hierbei um die Dämonenjägerinnen Schneeweißchen und Rosenrot, die einen bösen Geist aus einem Hexenhaus vertreiben sollen. Ich fand das Buch richtig gelungen. Ich habe auch diesem Buch 4,5 Sterne gegeben. Es war wirklich spannend. Es war ein sehr erwachsenes Märchen, das oft auch sehr düster Einflüsse hat und besonders habe ich mich gefreut, auf der Buchmesse dann dazu auch noch Christian Handel interviewen zu können. Die Rezension zu dem Buch und auch den Link zu meinem Interview mit Christian Handel findet ihr dann unten in der Infobox wie immer. Kommen wir zum in meinen Augen schlechtesten Buch, das ich in diesem Jahr gelesen habe und somit auch in diesem Lesemonat. Und zwar leider, leider Rivers of London von Ben Aronovich. Das habe ich zusammen mit Alina gelesen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe den Hype um dieses Buch nicht. Es geht hier um einen angehenden Polizeikommissar in London, der einen Mord aufklären soll und plötzlich läuft ihm am Tatort ein Geist über den Weg und ist sein einziger Zeuge und daraufhin beginnt eine interessante Geschichte darum, wie er eben ja eine Art Ausbildung der Magie erhält und es ist eine vom Setting her interessante Urban Fantasy Geschichte, aber die Umsetzung ist leider fürchterlich in meinen Augen. Das Problem an diesem Buch ist, dass man zum einen oft das Gefühl hat, an einer literarischen Demenz zu leiden, denn man hat manchmal das Gefühl, fehlt da jetzt ein Kapitel? Es ist richtig schlimm, denn oft passieren Sachen dann plötzlich aus heiterem Himmel. Charaktere haben sich gerade erst kennengelernt und im nächsten Kapitel wissen sie scheinbar ganz genau, was sie zusammen zu tun haben und führen sich auf, als wären sie beste Freunde. Das ist nur eine Sache von vielen, die hierin schief läuft. Anfangs mochte ich noch den Schreibstil in diesem Buch relativ gern, aber auch das hat sich im Laufe des Buches verflüchtigt. Anfangs waren noch richtig tolle
Witze dabei, ein richtig schöner Sarkasmus, aber ich finde, nach und nach entledigt sich das Buch dessen und das fand ich einfach blöd, denn so geht einfach ein Aspekt, der wirklich positiv war und dieses Buch sehr lesenswert gemacht hat, einfach verloren. Und nicht zuletzt ist die Geschichte einfach langweilig, dadurch, dass sie so zerstückelt wirkt und man das Gefühl hat, ja, das, was im nächsten Kapitel passiert, das hinterblickt man eh nicht, weil man überhaupt keine Erklärung bekommt, was da nun passiert. Man hat im Endeffekt in jedem Kapitel das Szenario, ja, sie fahren jetzt irgendwo hin und machen irgendwas. Und es hat aber alles einen nur sehr geringen Zusammenhang und auch der Titel passt gewissermaßen zur Story, wird aber leider nicht genug ausgeschöpft, finde ich, denn es werden immer wieder lauter Charaktere vorgestellt, nur um dann erstmal über ein halbes Buch links liegen gelassen zu werden und dann irgendwann später wieder rausgekramt zu werden, ohne dass sie aber wirklich zur Handlung beitragen. Und ich fand es wirklich traurig. Ich gebe dem Buch noch 1,5 Sterne. Den halben Stern drauf gibt es, weil ich den Schreibstil am Anfang eigentlich ganz cool fand. Aber ansonsten kann ich wirklich den Hype nicht verstehen. Und das ist jetzt eine ernst gemeinte Bitte. Wenn jemand dieses Buch über alles geliebt hat, schreibt mir bitte, warum. Ich würde es unheimlich gern verstehen. Das ist jetzt nicht gemeint, um sich über irgendjemanden lustig zu machen oder so, sondern ich wüsste es einfach gern und ich kann es aber aktuell einfach nicht nachvollziehen. Von daher würde ich mich sehr freuen, insbesondere über dieses Buch mit euch ins Gespräch zu kommen. Das Leseklubbuch für den Oktober war Winter People von Jennifer McMahon. Und hier gibt es verschiedene Zeitstränge. Ein Teil der Geschichte spielt im Jahr 1908, während der andere in der Gegenwart spielt. Und in der Vergangenheit geht es um Sarah aus Vermont, deren Tochter umgebracht wird. Und sie weiß aber von einem Ritual, mit dem man angeblich die Toten wiedererwecken kann. Und sie versucht eben das zu vollziehen. Und in der Gegenwart verschwindet eine Mutter und ihre beiden Töchter machen sich auf die Suche. Und irgendwie sind diese beiden Geschichten miteinander verknüpft. Das merkt man schon relativ schnell. Aber wie? Dafür muss man das Buch bis ganz zum Schluss lesen. Und ich fand es so gelungen. Also es gab hier und da zwar mal den einen oder anderen nervigen Charakter und manche Aspekte wurden dann halt aufgeworfen und nicht wieder aufgegriffen später, was ein bisschen schade war. Aber alles in allem war das wirklich ein tolles Buch, um sich vor Halloween auf die dunkle Jahreszeit einzustimmen. Und ich fand es gruselig, aber nicht zu gruselig. Also es waren nicht so viele eklige Szenen dabei, aber es war halt wirklich so, wenn es im Haus, wo sonst alle schlafen, plötzlich einen Mucks getan hat, hat man sich auch schon so gedacht. Aber das war im Endeffekt auch die Stimmung, die ich mir von diesem Buch erhofft habe. Und ich war so froh, dass es diese Erwartungen dann eben auch erfüllen konnte. Und alles in allem war ich sehr positiv überrascht. Denn ich glaube, von ganz alleine hätte ich mir dieses Buch vielleicht nicht zugelegt. Aber ja, also ich war sehr froh über dieses Buch und den Leseklub verlinke ich euch auch unten. Dann kommen wir zum Wunder der wilden Insel von Peter Brown. Dieses Buch handelt von einem Robotermädchen, das auf einer Insel strandet und das gibt alleine schon ein sehr interessantes Setting, weil natürlich ein Roboter nicht so gut dafür ist, um in freier Wildbahn zu überleben. Und dazu kommt noch, dass die Tiere auf dieser Insel unseren Roboter für ein schreckliches Monster halten, aber es kommt zu Situationen, wo eben alle zusammenhalten müssen und ja, so werden ganz besondere Freundschaften geschlossen und darum geht es im Großen und Ganzen in diesem Kinderbuch. Auch dazu habe ich eine Rezension hochgeladen. Ich habe dem Buch insgesamt 3,5 Sterne gegeben, weil ich es leider nicht ganz perfekt fand. Also diese Geschichte schreitet irre schnell voran und das war wirklich auch für mich zu schnell, obwohl ich sonst ja eher ungeduldig bin beim Lesen. Aber ja, das hat dem Buch nicht ganz so gut getan und dann gab es noch ein paar Aspekte, die mich gestört haben. Aber mehr dazu könnt ihr dann in der Rezi nachsehen und ja, alles in allem war es aber auf jeden Fall okay. Außerdem gelesen habe ich Im Herbst von Karl Ove Knausgard. Hier geht es um einen Vater, der Briefe an seine ungeborene Tochter schreibt und dazu verschiedene Aspekte ja, für sie beschreibt, dazu dann oft auch eine Anekdote erzählt. Es geht hier um ganz alltägliche Sachen, also keine Ahnung, wie Müllbeutel oder
Ich weiß auch nicht, ich glaube, Schnee war auch mit drin. Also auf jeden Fall wirklich Schlagworte, zu denen dann ein paar Seiten was geschrieben wird. Das ist im Endeffekt eine Ansammlung von kurzen Essays, die eigentlich ganz erfrischend zu lesen waren. Jedoch fand ich, dass diese Essays manchmal ganz schön abdriften und teilweise auch sehr unangenehme Seiten des Lebens beleuchten. Das muss natürlich nicht immer was Schlechtes sein, aber ich fand, in dem Kontext hat es halt nicht so gut gepasst. Und ja, dementsprechend ist es ein Buch, das zwar auf gewisse Art und Weise besonders und lesenswert ist, aber leider nicht perfekt gelungen ist in meinen Augen. Auch dazu findet ihr eine Rezension unten in der Infobox. Mein Monatshighlight war ein Buch, das ewig auf meinem Sub lag, und zwar Der Marsianer von Andy Weir. Hier geht es um eine Mars-Mission, die abgebrochen werden muss, und eines der Besatzungsmitglieder wird irrtümlicherweise auf dem Mars zurückgelassen, weil es von einem Masten erfasst und halb erschlagen wurde und das Team ihn für tot hielt. Und so muss er versuchen, auf dem Mars zu überleben und bestenfalls auch noch Kontakt zur Erde aufzubauen, was eben auch nicht so einfach ist, da ihm eben das meiste der Technik entweder kaputt gegangen oder durch den Abbruch der Mission abhanden gekommen ist. Und ja, es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte um das Überleben. Es ist relativ nerdig, das muss ich zugeben. Es wird sehr viel auch in Zahlen beschrieben. Es werden viele Vorgänge beschrieben, wie er etwas baut oder ja, irgendetwas konstruiert, sich etwas überlegt, wie er überleben kann. Aber auch das fand ich wirklich super. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Das Ganze ist in einem irre tollen Ton geschrieben, denn unser Marsianer hat wirklich einen richtig tollen Sarkasmus drauf, den ich so geliebt habe. Aber auch an sich, wie diese Geschichte geschrieben und aufgebaut ist, das fand ich wirklich super gelungen und ja, ich habe es einfach nur genossen und kann es eigentlich jedem empfehlen, der sich in irgendeiner Art und Weise für Science Fiction, für Wissenschaft, ja und so weiter interessiert. Also für mich war es genau das Richtige. Natürlich, wenn man überhaupt nichts mit all dem am Hut hat, dann braucht man dieses Buch auch nicht zu lesen. Ich glaube, dann ist man besser mit dem Film bedient. Den habe ich nämlich schon vor ein paar Jahren gesehen und fand ihn auch richtig gut. Aber das Buch ist natürlich nochmal eine Nummer besser, weil man hier halt insbesondere das Innenleben des Marsianers mitbekommt. Und das ist in einem Film natürlich etwas schwieriger darzustellen. Und das ist im Endeffekt auch die große Diskrepanz zwischen Buch und Film. Aber dennoch fand ich beides sehr, sehr gut. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, schaut auch gerne erst den Film, der ist wirklich super. Und ich finde auch, dass der Film nicht zu weit weg vom Buch ist. Also ich finde, da hat man schon den Spirit des Ganzen ganz gut aufgefangen. Und ja, also fette Empfehlung, 5 Sterne plus. Das kommt definitiv ins Jahreshighlights-Video. Und ja, mir fällt auf, also jetzt, wo ich das drehe, ist ja schon Anfang November. Also muss man sich langsam auch darum schon Gedanken machen. Und mein letztes Buch ist Die Optimierer von Theresa Hanek. Das ist im Endeffekt ein Science-Fiction-Roman in Richtung Dystopie, in dem es um die Zukunft von Europa geht. Denn im Jahr 2052 ist das Allerwichtigste, dass unsere Gesellschaft optimal ist, und das große Motto dieser Gesellschaft lautet: Jeder an seinem Platz. Und unser Protagonist ist ein sogenannter Lebensberater, der kostenlos von allen Bürgern angefordert werden kann, damit er ihnen quasi den perfekten Platz in der Gesellschaft zuweist. Und das Leben unseres Protagonisten läuft eigentlich ziemlich perfekt ab, bis ganz kleine Dinge in seinem Leben anfangen zu bröckeln und nach sein sozialer Status sich immer weiter verschlechtert, weil er eben immer weniger optimal ist. Und ja, darum geht es im Großen und Ganzen in diesem Buch. Ich fand es absolut genial geschrieben. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, wie ich das Ende fand, deshalb habe ich dem Ganzen nur 4,5 Sterne gegeben, aber es ist eigentlich eine ziemlich dicke Empfehlung. Vor allen Dingen fand ich es toll, dass es endlich mal eine Dystopie ist, die nicht in den USA spielt. Oder gut, das, was am nächsten dran war bisher, sind wahrscheinlich Dystopien, die in Großbritannien spielen. Aber ich finde, Dystopien in Deutschland, davon gibt es nicht ganz so viele. Und dementsprechend habe ich mich sehr über dieses Werk gefreut. Und das Coole daran ist auch, dass die Autorin einen politikwissenschaftlichen Hintergrund hat. Und das merkt man hier eben auch. Also man hat nicht das
das Gefühl, sich einfach nur irgendwas Erdachtes durchzulesen, sondern es ist schon ziemlich realistisch, wie ich finde. Und es ist gleichermaßen beängstigend und cool an diesem Buch. Und auch dazu gibt es eine Rezension unten in der Infobox. Ja, und das war's von meinem Lesemonat. Wenn ihr eines der Bücher gelesen habt, schreibt es mir doch gerne unten in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Das freut mich immer sehr, da mit euch ins Gespräch zu kommen. Und falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr dem Ganzen auch gerne einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt meinen Kanal auch jederzeit kostenlos abonnieren. Und ja, das war's dann auch schon von mir. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!